Begonnen hat alles 2003 mit Stefan Mappus, damals Staatssekretär für Verkehr. Ein Jahr später war er Verkehrsminister. Mappus hat der Bahn damals jährlich 40 Millionen Zugkilometer Nahverkehr zugesprochen, ohne Ausschreibung. Ein Milliardendeal im Mappus-Stil. Wir besuchen den Bahnexperten Matthias Lieb. Der Wirtschaftsmathematiker ist Landesvorsitzender des Verkehrsclubs Deutschland. Wir zeigen Lieb den Vertrag von 2003, der uns exklusiv vorliegt. Mappus hatte das Werk immer geheim gehalten. Und wir berichten dem Experten, was uns ein Bahnmanager vertraulich mitgeteilt hatte. Baden-Württemberg bezahle für die Nutzung der Bahnhöfe und Schienen pro Zugkilometer viel mehr als andere Länder. Kann das sein? Tatsächlich, so Lieb, enthält der Vertrag eine trickreiche Regelung zugunsten der Bahn. Bestimmte Kosten soll der Steuerzahler zweimal bezahlen. Das hatte Mappus der Öffentlichkeit verschwiegen. Tatsächlich ist jetzt die Erklärung da, wieso das Land viel mehr bezahlen muss. Das ist exorbitant, diese Steigerung, die waren. Und dass es auch das Land Baden-Württemberg zu tragen hat, ist so unverständlich, weil es nie bekannt gemacht wurde. Und auch, weil in anderen Bundesländern solche Regelungen einseitig zu Lasten des Landes nicht existieren. Stefan Mappus, hier auf dem Weg zum NBW-Untersuchungsausschuss, wollte sich zu den schweren Vorwürfen nicht äußern. Über seinen Anwalt ließ er mitteilen, er habe den Vertrag weder verhandelt bzw. verantwortet, noch habe er ihn unterzeichnet. Zeugnisverweigerungsrecht ergibt sich aus § 17. Dabei hatte Mappus damals die Unterzeichnung noch selbst in Szene gesetzt. Die Doppelzahlungen aus Baden-Württemberg und der Verkehrsvertrag werden möglicherweise bald auch die Gerichte beschäftigen und ein Nachspiel für die Verantwortlichen haben. Immerhin, es geht um 140 Millionen Euro an Steuergeldern. Im Bahntower in Berlin müsste man sich dann mit Vorwürfen wie Wucherpreis auseinandersetzen oder Verstöße gegen das Wettbewerbs- und das Vergaberecht. Der Bahnkonzern lehnt eine Stellungnahme dazu ab. Auch der, der den Vertrag 2003 für die Bahn unterschrieben hatte. Ulrich Homburg. Er ist aufgestiegen und sitzt heute im Vorstand der Deutschen Bahn AG. Matthias Lieb berechnet den gesamten Schaden, der Baden-Württemberg durch den Vertrag entsteht. Der Verkehrsexperte vergleicht die Preise mit dem Nachbarland Bayern. Als Stefan Mappus den Vertrag unterschrieben hatte, haben Bayern und Baden-Württemberg etwa gleich viel bezahlt. Inzwischen zahlt Baden-Württemberg deutlich mehr pro Zugkilometer, Bayern sogar etwas weniger als 2003. Insgesamt, so Lieb, entsteht Baden-Württemberg mit dem Mappus-Vertrag ein Schaden von mindestens 1 Milliarde Euro. Ich habe die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg miteinander verglichen. Beide haben 2003 einen Vertrag mit DB Regio abgeschlossen, einen langlaufenden Vertrag. Und die Ergebnisse verglichen miteinander, was hat das Bayern gekostet, was hat das Baden-Württemberg gekostet. Und dann ergibt eine Mehrbelastung für Baden-Württemberg im Vergleich zu Bayern von über 1 Milliarde Euro. 1 Milliarde Euro? Wenn das stimmt, wäre es ein Skandal.